Das ist Weizen. Wie wahrscheinlich ist es, Nutzpflanzen so weit weg von der Erde zu finden? Er hat ihn gesät. Ich brauche euch sofort. Ich brauche euch. Okay, beruhige dich, Baby, beruhige dich. Ich soll mich warum? All das, um unser neues Leben zu beginnen. Willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus, dem Podcast für Nerds, Geeks und Cosplayer. Und heute sind wir mit zwei Gästen hier und sprechen über den aktuellsten Film im Alien-Franchise, Alien Covenant. Und dabei habe ich, die hatten wir vor ein paar Episoden schon mal dabei, die Caro von Tales from the Couch. Hallo Caro. Und Hallo. Als zweites nicht den Chris, den wir sonst im Podcast haben, sondern die Chris mit K geschrieben, eine Grafikdesignerin aus Berlin, richtig? Ja, meistens bin ich in Berlin, das ist richtig. Hi. Und auch selbsternannter Alien-Experte, oder? Experte ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall Liebhaber seit Ewigkeiten, ja. Wunderbar. Und wie alle Gäste frage ich dich im Vorhinein schon mal direkt, welchen Nerd-Level von 1 bis 10 würdest du dir denn zutrauen? Mathematisch ganz einfach, 6,66 würde ich sagen. Ich bin ganz höher. Langsam auf die dunkle Seite gezogen worden, von noch halbwegs normal, irgendwann dann, ist es immer stärker geworden. Und aber dann sind wir jetzt bei 6,66. Als Grafikdesignerin ist man doch sowieso ein Nerd, oder? Ist das so? Ich weiß es nicht. Nimmt man uns so wahr? Ich würde eher sagen, wir sind als Hipster verschrien, oder? Ja, aber ich glaube, ein bisschen Nerd gehört zu jedem Grafikdesigner dazu. Ich habe noch keinen erlebt, der nicht ein bisschen... Ich meine, Nerd ist ja nicht nur auf Sci-Fi bezogen. Nerd kann ja alles Mögliche sein. Ja, das stimmt. Also so ein bisschen abseits des Normalen, das ist schon richtig. Es muss immer irgendwie ein bisschen wild oder kreativ oder ausgeflippt sein. Das stimmt schon. Super. Ja, und wie gesagt, wir sind heute hier, weil wir alle letzte Woche den neuen Alien-Film gesehen haben. Verhaltenes im Hintergrund. Ja, bevor wir direkt mal einsteigen, was denn unsere Meinungen zu diesem Film sind, fasse ich, glaube ich, noch mal ganz kurz die grobe Story dieses Films zusammen. Ach ja, bevor wir anfangen, noch mal zwei Sachen für alle, die uns zum ersten Mal hören. Wir sind in diversen sozialen Netzwerken vertreten, wie Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Ihr könnt einfach auf unsere Webseite nerdizismus.de gehen. Da gibt es einen wunderbaren großen roten Abonnieren-Button. Wenn ihr da drauf klickt, dann auf dem Gerät eurer Wahl werdet ihr zu einem Podcast-Player eurer Wahl, den ihr vielleicht sogar schon installiert habt, weitergeführt und könnt uns von da an für immer hören, solange ihr auch wollt. Und wenn ihr diese Episode mögt, dann liked doch später die auch und kommentiert die auch. Und das Wichtigste vorab für alle, die jetzt weiterhören möchten, wir spoilern wie Arsch. Wir spoilern so gut es geht. Also wir halten uns nicht zurück. Es gibt keine Erbarmung, wirklich. Genau. Ja, worum geht's in Alien? Alien ist letztendlich... Naja, ich habe es als Marketing-Stunt bezeichnet, weil dieser Film wurde bezeichnet, als dass er kein direktes Sequel zu Prometheus wäre. Jedenfalls haben die es so verkauft. Er ist ein direktes Sequel zu Prometheus. Prometheus, der vor ein paar Jahren lief und wo Ridley Scott wieder ins Franchise eingestiegen ist und einen Alien-Film ohne Alien machen wollte, aber gedrängt wurde, einen Alien reinzubringen, wo viele Fans sehr kritisch drauf reagiert haben. Nicht nur viele Fans, auch viele Kritiker. Und deshalb haben sie wahrscheinlich diesen Film einfach mal umgebrandet und gesagt, wir sind nicht Prometheus 2, wir sind Alien Covenant. Und dieser Film von der Handlung her spielt der, ich glaube, knapp 10 Jahre nach der Prometheus-Mission. Hier gibt's mal wieder ein neues Schiff, das im Weltraum unterwegs ist. Mal wieder, diesmal sind's, glaube ich, Kolonisten, die auf irgendeinen Planeten hinwollen. Und während der Reise zum Planeten wird die Crew aus ihrem Tiefschlaf rausgeholt vom Androiden, der genauso aussieht wie Michael Fassbenders Android aus dem ersten Teil. Nicht nur, weil Michael Fassbender auch diesen Androiden spielt, sondern auch, weil es später wichtig ist. Und die fangen ein Signal, ein mysteriöses Signal von einem anderen Planeten auf, dem sie jetzt nachgehen wollen
Und was muss ich noch sagen? Ach ja, das Raumschiff wurde beschädigt, deshalb wurde die Crew aus dem Tiefschlaf geholt. Und letztendlich haben die jetzt einen Planeten entdeckt, der auch wohl habitabel ist. Weil die wollten eigentlich zu einem Planeten, der noch 7 Jahre entfernt ist. Und deswegen sind sie zum anderen Planeten, um erstmal zu gucken, wo der Funkspruch herkommt. Und zweitens eventuell sich 7 Jahre Reise zu sparen. Und wie wir aus diversen Sci-Fi- und Genrefilmen wissen, ist das nie ein gutes Zeichen, wenn ein Planet aus dem Nichts auftaucht. Nein. Wie kommst du darauf? Was soll schon Schlimmes passieren? Ja. Ja. Hat noch irgendwer was zur Story hinzuzufügen? Was ich vergessen habe. Ja, das sind die ganzen wunderbaren Einzelheiten, auf die wir ja noch dann der Reihe nach eingehen können. Ich muss sagen, erstmal zum Anfang. Also ich bin grundsätzlich in den Film gegangen. Ich habe mir diesen Haupttrailer angesehen. Ich habe ansonsten wirklich alle Spoiler gemieden und ich war wirklich, also ich muss sagen, ich habe mein Herz geöffnet. Ich wollte diesen neuen Alien-Film. Ich wollte ihn wirklich mögen. Also ich bin wirklich optimistisch und blauäugig reingegangen. Aber schon am Anfang kamen mir so erste Zweifel und ich habe immer wieder Chris angerempelt neben mir, so ist das nicht seltsam? Oder ich habe selten einen Film so viel kommentiert mit den Anwesenden im Kino, Leuten, genau. Wie mir im, ja, also genau, du bist einer dieser, genau, Kinozuschauer, die ich hasse, wenn die während des Films reden. Ich glaube, die haben uns alle gehasst an diesem Abend. Ich mache das eigentlich nicht. Ja, genau. Also normalerweise mache ich das wirklich nicht, aber das, ja, es muss schon wirklich viel passieren, damit ich das mache. Der ging es direkt beim Prolog los. Ich fand den Prolog ja wirklich ein bisschen holprig. Also ihr habt den Film ja alle gesehen. Er startet ja mit Peter Weyland und David quasi in der Vergangenheit. David wird ja quasi aktiviert und dann stehen die halt in diesem Luxusanwesen vor irgendeinem See und haben halt ihre erste Unterhaltung. Und ich denke, es soll einfach klar gemacht werden, warum dieser Android halt diese Verachtung für Menschen hat. Aber schon da war das so, ganz schön, oder? Deshalb sage ich, das ist so ein offensichtliches Sequel. Ohne Prometheus kann man diesen Prolog nicht sehen, weil man keinen Plan hat, was geht hier denn gerade ab. Ja, das stimmt. Ja. Und womit ich eigentlich das größte Problem habe, der Sprung danach zu Covenant, da ist ja, es soll ja, glaube ich, dieses, weiß nicht, was das genau war, so ein Sonnensegel oder irgendwie sowas. Da, es gibt ja auf jeden Fall einen Defekt auf dem Raumschiff. Und gleich zu Beginn, es wird einem so ins Gesicht gedonnert, gibt's ja diesen Defekt und einer der Crewmitglieder, der verbrennt ja in seiner Kälte-Luft-Kapsel. Ja. Genau, James Franco ist eigentlich so der positive Aspekt des Films. Oder er hat Glück gehabt, dass er die meiste Zeit nicht zu sehen war. Ja, vielleicht, genau. Genau, und gleich wird man eigentlich so als Zuschauer, oh mein Gott, James Franco ist tot. Oh mein Gott, so seine Freundin oder Frau hier, Daniels, die ja irgendwie schon so leicht so zugeschustert wird als die neue Ripley. Hat auch den gleichen Look wie Ripley aus dem ersten Teil. Da müssen wir dann gleich... Ja, genau, aus dem zweiten Teil, ja. Und so gleich in den ersten paar Minuten sollen wir schon gleich mit ihr sympathisieren und mit ihr trauern. Und das dachte ich mir so, ja, das wäre jetzt ein bisschen einfacher, wenn ich sie schon irgendwie kennen oder ein bisschen mögen würde. Ja, wenn du Zeit hättest, sie kennenzulernen. Ein bisschen hastig alles. Es wird einem vieles so aufgezwungen. Es ist viel an einer Stelle, genau, es ist viel Exposition einfach da, wenn es um die ganze Geschichte um den Androiden David geht. Da erklären die ja fast nur, auch wenn es ums Alien selber geht und was nach Prometheus passiert ist. Aber die Charaktere, was viel wichtiger ist, von denen erfährt man herzlich wenig. Das wäre auch so mein größter Kritikpunkt. Also die Charaktere sind wirklich so beliebig. Also man fiebert nicht mit, man ist es einem egal, wenn die dann später sterben oder was die machen. Ich konnte mir nicht mal die Namen merken. Also aus dem zweiten Aliens, da kennt man jeden einzelnen von den Soldaten, die da mitfahren. Da weiß man, wie die drauf sind, wie die heißen, was die machen, was die für einen Charakter haben. Die kann man alle irgendwie einsortieren und einordnen.
Und jetzt bei Alien Covenant ist es wirklich so, wie gesagt, ich kann mich an die Namen nicht erinnern. Ich habe so noch die Gesichter so ein bisschen vor Augen. Aber es ist mir auch echt wirklich relativ egal gewesen. Oder ich war da sehr unemotional, wenn die dann halt wirklich nach und nach gestorben sind, was ja eh zu erwarten war. Die einzigen, die man wirklich die ganze Zeit nur gehört hat, vom Namen her, David und Walter, die beiden Androiden. Aber ansonsten weiß ich, dass der eine Danny McBride ist, aber ansonsten, das war's. Ja, gut. Ja, also ich, von den Namen her, also Daniels weiß ich eben noch, weil man auch eben vorher schon ein bisschen, obwohl ich es halt vermeiden wollte, angeteased wurde, dass sie halt so die Protagonistin sein könnte des Films Daniels eben. Und dann noch eben Tennessee, das war der von Danny McBride gespielte Pilot, weil so ein Namen. Den kann man sich mal merken, wie es geht. Vergisst man nicht. Und dann trägt er auch noch so einen Cowboy-Hut oder was auch immer das war. Genau. Der hat ja auch noch so ein bisschen mehr Dialog. Den vergisst man ja auch nicht. Ja, aber es ist, ja, ist so. Ich finde es ja schade, dass der so wenig Screentime Bildschirmzeit bekommen hat, weil das wäre einer der Charaktere neben, ja, vielleicht Daniels, der mich so richtig interessiert hätte, der aber allein durch das Charisma von Danny McBride einfach eine Bildschirmpräsenz hatte. Ja. Auch mit einer der stärksten Nebendarsteller. Genau, der hat auch ziemlich gut ins Bild gepasst von diesen, jetzt nicht so klinisch rein, sondern eher so, ne, der so ein bisschen abgewrackteren, wenn man jetzt an die Crewmitglieder aus Alien 1 denkt, das waren ja auch so Leute, die es halt nicht so ganz genau genommen haben mit der Sauberkeit auf einem. Ach komm, das Schiff war auch nicht so sauber, das macht alles nichts. Das stimmt. Was gar nicht wieder so einen Punkt aufwirft. Ich finde das ja ziemlich faszinierend, wenn mal Prequels zu Filmen rauskommen. Und kommt euch das auch so vor, dass die Technik in diesen Filmen viel ausgereifter ist als in den älteren Filmen? Allein der Sonnensegel, ne? Ja, zum Beispiel, genau. Und diese ganze hier Kältekammeranlage, die so ganz klinisch rein ist. Und dann haben die immer diese Hologrammbildschirme, was schon bei Prometheus so hier fancy ja. Pants, ja, so dreidimensional war. Und in Alien 2 haben die noch so auf so wirklichen Karten Rohrleitungen verfolgt. Das ist der Star Wars Prequel. Und dabei... Genau. Als in Star Wars Episode 1 so der erste Killer-Droide angerollt kam und sich aufgebaut hat, da habe ich mir auch schon gedacht, ein einziger von denen hätte die ganze A New Hope-Bande niedergemetzelt. Die wären gar nicht von der Schnelligkeit von ihm mitgekommen. Ja, aber das ist genauso, also ich fand auch, das haben sie ja in meiner Meinung nach im Episode 7 ganz gut hinbekommen und auch in Rogue One, dass sie wieder so ein bisschen den Look aufgenommen haben von den alten Filmen. Dass man ein bisschen mehr die Haptik gespürt hat, wie real etwas sein kann. Es ist sehr geerdet, aber gerade Prometheus und dieser Film, man hat gemerkt, dass die in die Richtung wollen. Also an einigen Stellen hat man gerade im Design gemerkt, dass die in Richtung der alten Alien-Filme gehen. Aber dann hätten sie doch gleich direkt das machen können. Ich meine, das mit dem Sonnensegel war der MacGuffin, warum sie stecken geblieben sind, aber hätte nicht auch einfach eine Rohrleitung an dem Raumschiff explodieren können? Oh mein Gott, wir haben einen Rohrbruch, wir müssen sofort anhalten. Genau. Also das hätte ich wesentlich plausibler gefunden, da gebe ich Caro recht, als dieses supermoderne Sonnensegel. Ja. Und vor allen Dingen, dass man das dann reparieren konnte, indem man das Stahlseil neu spannt. Ja. In dem Moment habe ich da auch gesessen so, what the fuck? Was meint ihr jetzt ernst? Okay, ja, scheint ja ziemlich easy zu sein, die Nummer. Obwohl, das kann ich mir vorstellen, weil gerade solche Sonnensegel sind ja auch, glaube ich, bei schlagt mich tot, wenn ich irgendwas Falsches sage von der Technik, aber so kommen mir die auch vor von aktuellen Schiffen, dass man im Prinzip sollten solche auch so flexibel gemacht sein, dass man es einfach nur noch wieder spannen muss. Das fand ich jetzt nicht so dramatisch. Es war irgendwie merkwürdig. Ja. War aber hat eigentlich, ich meine, es war ja diese Energiewelle, die das zum Stehen gebracht hat, die diesen Unfall überhaupt verursacht hat. Es wurde in
keinen Punkt, es ist eigentlich purer Zufall gewesen, oder? Es wurde in keinem Punkt erläutert, dass das vielleicht irgendwas war, was David selber ausgelöst hat. Ja, man kann Vermutungen anstellen, aber das war dann... Ja, vor allem... Ja, spielte später auch keine richtige Rolle. Sie haben doch auch noch gesagt, dass das was ist, was man gar nicht vorhersagen kann. Also, dass sie gar nicht sagen können, ob das nochmal passiert oder nicht. Das war irgendwie in so einem Nebensatz, fiel das nochmal. Okay. Ja, es gab die meinten immer von wegen absoluter Zufall, eben auch im Kontext, dass eben James Franco gestorben ist. Ja. Das ist ein Satz, oder? Aber genau, es gibt ja ein paar Viral-Videos, so ein paar Clips, die man sich ansehen kann, die das Leben der Crew, da war ich ein bisschen irritiert. Ich dachte, diese Clips würden im Film wieder vorkommen, wie... Habe ich auch gedacht, deswegen habe ich sie gar nicht angesehen. Genau, das typische letzte Dinner und so ein Zeug, das letzte Abendmahl, das kam alles gar nicht vor. Deshalb hatte ich mich am Ende gewundert und habe dann später nochmal nachgeschaut. Habe gesehen, dass das extra nur so virales Material war, was wohl für extra Marketing gedreht wurde. Da gab es ein Bild im Film. Also das war nur ein Standbild auf dem Monitor von diesem, nehme ich mal an, von diesem Abendmahl. Genau. Das hätte ich viel sympathischer gefunden. Ich meine, den Clip fand ich ganz, ganz nett, als ich mir ihn angeschaut habe, und fand eigentlich relativ vielversprechend. Mhm. Ich nehme mal an, dass sie diese Szene nicht nochmal wiederholen wollten, noch in Covenant. Also dieses typische, die Crew wacht auf, kommt zusammen und isst. Weil das hatten wir ja schon zweimal, also im ersten und im zweiten Film, und dass sie das halt einfach nicht nochmal machen wollten. Und darum haben sie es wahrscheinlich wirklich so im Vorfeld als Marketingmaterial benutzt. Ja. Trotzdem. Ja, wobei es echt schade ist, genau, weil das hätte ja bei diesem Einstieg ein bisschen geholfen. Ja. Also gerade das ist ja der Punkt, dass man die Charaktere nicht kannte. Ja, das finde ich eine seltsame Kennenlernen, das fehlte, ne? Und auch dieses Zusammenkommen, wie geht die Crew miteinander um? Also was für eine Beziehung haben die Leute untereinander? Wer mag wen, wer kennt wen nicht? Das war ja was in den ersten Filmen super funktioniert hat, in den, in diesem, was war es auch immer, Abendessen, was auch immer, wenn sie aufgewacht sind und haben sich dann da unterhalten, haben Späßchen gemacht, da wusste man genau, wie man die Leute halt irgendwie einzuschätzen hat. Ne? Und jetzt gab es hier so eine Szene, so eine Briefing oder der neue Captain ist da und sagt mal Hallo-Szene, aber die war halt auch sehr holprig und stolprig, weil er da ja auch so seine Probleme hatte und ja, es fühlte sich halt irgendwie nicht besonders irgendwie einführend an. Selbst in Prometheus hatte man ja so ein bisschen das Verbrüdern der Crew drin, oder? Jetzt erinnere ich mich nicht ganz genau. Ja, schon ein bisschen, beziehungsweise das Nicht-Verbrüdern, wenn halt dieser totale Psychopath, der Geologe war, dann sagt, jetzt erinnere ich mich. Ich bin nicht hier, um Freunde zu machen, Aber wir klar, immerhin, ne, die haben dem halt ein bisschen Zeit gegeben, also ein bisschen mehr Zeit noch. Ja. Und trotzdem ist jetzt der weitere Plot, lehnt sich schon sehr an dem an, was auch letzte Mal bei Prometheus passiert ist. Die stoßen auf den Planeten, schauen sich diesen Planeten genauer an, und dann passieren alle möglichen blöden Sachen, wo die von Viechern angegriffen werden. Aber eine Sache muss man, bevor wir auf den Planeten gehen, glaube ich, noch sagen, also was ich im Nachhinein immer noch nicht ganz geschnallt habe, warum zur Hölle war in diesem Signal, was da übertragen wurde, das Lied Country Roads zu hören? Das einer im Nachhinein mal... Das war eine Aufnahme von Shaw. Und die hatte das ja aufgenommen auf dem gelandeten oder abgestürzten oder was auch immer Raumschiff, das auf dem Planeten war. Die Frage ist dann nur, hat es dann David halt diese Aufnahme nochmal rausgeschickt? War das ein Hilferuf oder so? Oder weil das kam einem ja schon wie so eine Verzweiflungs... das würde ich mir vorstellen, dass jemand sowas in Weltraum rausschießt, wenn er sich komplett allein oder er oder sie sich komplett allein fühlt, keine Hoffnung mehr hat und dann einfach mal zum Spaß so ein Funksignal rausschickt. Genau, also erklärt wurde es jetzt auch nicht wirklich, dass... Ja, musste man sich dann halt selber so. Ich meine, es gab ja dieses leichte, untergründige Thema Heimat oder Home. Also da kommen jetzt ein paar Kleinigkeiten zusammen. Wenn wir jetzt sagen würden, die Country Roads, so ein Country-Lied mit Heimweh. Und dann Daniels, die ganze Zeit sagt, ja, wir wollten unsere Holzhütte am See bauen. Und der Cowboy namens Tennessee. Ja, das ist so ein bisschen, da kommen hat so ein paar der nicht auch als Erster angefangen, das Lied zu singen, das zu erkennen? Genau. Das ist so ein kleines Subthema halt erkennbar, ne? Irgendwie Heimat, Heimweh, irgendwas in der Richtung. Ja. Ja, und dann landen sie auf dem Planeten.
Und dann finden sie dann diese, ja, den Tod. Sie finden den Tod und Weizen. Ich finde, das könnte ein neuer Film sein. Der Tod und der Weizen. Sehr schön. Ja, man, gerade als die Expedition losging, wir haben uns am Anfang ja noch, da fing schon an, dass wir uns laut Dinge gefragt haben, was mir jetzt im Nachhinein auch sehr leid tut. Nein. Weil du uns dafür hassen würdest, Michael. Also ich habe euch im Geiste dabei gehabt, weil ich genau gefragt, solche Leute neben mir hatte im Kino. Okay. Also wir haben uns als erstes erstmal gefragt, warum, ich meine, die wollten halt dieser Signalquelle auf den Grund gehen, deswegen sind ja gelandet, 8 Kilometer entfernt von der Quelle. Das akzeptieren wir einfach mal. Und dann sind wir halt so mit so Isomatten und Weltraumcamping, oh ja, ich erinnere mich an den Witz. Schlafsäcke, genau. Aber das ist doch das typische Phänomen, das typische Star Trek-Phänomen. Man kann auf einem Planeten nie nah an dem Ziel landen, wo man hin will. Es muss immer irgendwelche Hindernisse geben, dass man mindestens einen Tagesmarsch vor sich hat, um nicht direkt da landen zu müssen. Ja, was einen ja wundert, weil später es ja diese große Ruine gibt, mit einem riesigen Landefeld. Okay, die paar Leichen natürlich auf dem Weg, aber immerhin. das akzeptieren wir jetzt einfach mal so. Ja, und jedenfalls die Expedition, die zieht ja los, um dem halt auf den Grund zu gehen. Und dann schon das erste Paar, das sich dann ein paar Meter entfernt trennt, von der Gruppe trennt, um ein paar Proben zu nehmen, das ist auch wieder der Klassiker, oder? Das war so einer der ersten großen Kopfschüttelmomente. Also ich weiß noch, wir saßen alle so, oh nee, nicht wirklich. Weil, ne, man weiß ja erstens ganz genau, dass das total bescheuert ist. Und zweitens fragt man sich so, die Leute, die als Leiter auf eine Expedition geschickt werden mit 2000 Kolonisten an Bord, die da drauf getrimmt sind, einen neuen, gefährlichen, unerforschten Planeten irgendwie in Augenschein zu nehmen, dass die nicht so die hellsten sind, das war nicht so ganz einleuchtend. Ja, aber die haben ja auch einen Anführer gehabt, einen Captain, der selber völlig unfähig war. Ja. Der hat das ja auch einfach so akzeptiert. Ich habe auch nicht ganz verstanden, sie haben versucht, bei ihm immer so ein bisschen dass er sehr religiös wäre, im Vordergrund zu stellen, aber davon habe ich am Ende gar nichts gemerkt. Ich glaube, es war auch so ein bisschen... Habe ich auch nicht. Er sollte irgendwie so ein Hardliner, glaube ich, sein. Und sie haben ihn immer dazu gebracht, so hier, sei mal nett zu den Leuten, jetzt geh mal nicht so auf die Regeln ein und auf die Vorschriften. Ja. Das sind alles in Zukunft mal deine Nachbarn und so. Sie mussten ihm ja so ein bisschen, wie gehe ich mit Menschen um, beibringen. Ja. Achso, eine große Prämisse ist natürlich bei diesem Schiff, das die Kolonisten mitnimmt, alles, auch die ganze Crew, das sind alles nur Ehepaare, die auf dem Schiff drauf sind. Und das ist wahrscheinlich der Versuch gewesen, Emotionen beim Zuschauer hervorzurufen, wenn ein Teil des Ehepaars stirbt. Also einerseits plus, wenn sie halt da eine Kolonie gründen wollten auf dem neuen Planeten, war es wahrscheinlich von Vorteil, wenn da möglichst viele Paare schon dabei sind. Das kommt noch dazu, klar. Ja, hat Daniel jetzt direkt noch nicht gehabt. Oh ja, also entweder das oder sie hatten das so als die große neue Single-Börse angepriesen. Neuer Plan. Aber es muss ja auch so sein, oder? Die Alien-Helden müssen ja auch Single sein. Also wenn man mal so an Ripley zurückdenkt, also sie wollten ja auch möglichst viele Analogien zwischen Daniels und Ripley schaffen. Und grundsätzlich ist Alien ja auch eine Reihe, die sehr viel mit wie Sexualität und das Thema Frau sein und so weiter gespielt hat. Und jetzt haben sie natürlich unsere Hauptdarstellerin Daniels genommen und haben ihr gleich mal in den ersten Szenen ihren Mann oder Freund, was auch immer, halt weggenommen. Und da stand sie nun alleine und musste sich halt durchkämpfen. Ja. Ich meine, das fand ich gar nicht mal. Letztendlich, die Schauspielerin war mir einigermaßen sympathisch. Ich fand nur, sie haben mir relativ wenig zum Spielen gegeben. Später mal in den Actionsequenzen konnte sie so etwas reagieren. Und da kam sie so langsam hervor als die Hauptdarstellerin. Aber ansonsten fand ich, hat man ihr einfach... Ich weiß nicht, ob es an der Schauspielerin selber lag, aber ich fand, man hat ihr nicht wirklich genug Szenen und Material gegeben, damit man von Anfang an mit ihr sympathisiert.
Ich würde mal sagen, dass es auch in der Regie liegt. Ja. Also sie ist auf jeden Fall keine schlechte Darstellerin, das merkt man ja auch. Aber was mich persönlich gestört hat, war so dieser starke Wechsel immer zwischen, ich bin jetzt super tough, ich sag jetzt, wo es lang geht und ich hole die Knarre raus. Und dann stand sie da wieder und war irgendwie komplett emotional am Boden zerstört und war irgendwie am Heulen. Und das wechselte so die ganze Zeit hin und her. Ja. Und das war nicht, wenn man es mal auch... Gut, man muss ja mal immer den Vergleich mit dem Original damals machen, mit Sigourney Weaver. Das war irgendwie alles viel feiner, viel gradueller. Die musste in dieser Rolle wachsen. Und man hat die ganze Zeit gemerkt, wie sehr sie sich halt beherrschen musste, ihre Angst beherrschen musste, um dann die Situation in den Griff zu kriegen. Was ja gerade die Enttäuschung ist, weil ich meine, wir haben Ridley Scott wieder hier am Steuer, der ja eigentlich ein großartiger Regisseur ist und der großartige Filme macht. Ich meine, Blade Runner, Alien, Gladiator sind alles Riesenfilme, aber in den letzten Jahren, meiner Meinung nach, hat er fast nur Murks verursacht. Und keine Ahnung, ob das daran liegt, dass er... Ein Kollege hat mir die Tage gesagt, dass der früher immer viel mit seinem Bruder zusammengearbeitet hat. Der Bruder ist wohl vor einigen Jahren gestorben. Und das hätte man wohl dann in der Qualität seiner Filme gemerkt. Ich plapper gerade nur nach, was man mir vor zwei Tagen erzählt hat. Aber das könnte ja auch dieses George-Lucas-Phänomen sein. George Lucas hat in den ersten Star-Wars-Filmen, war der nie alleine am Steuer, nie komplett alleine am Steuer. Der hatte immer ein fähiges Team hinter sich. Und deshalb waren die Filme auch früher so gut, weil er nie wie bei den Prequels wirklich die alleinige Entscheidung für alles hatte, sondern einen fähigen Drehbuchschreiber, einen fähigen Regisseur, weil man muss ja drin denken, dass er Imperium schlägt zurück und Rückkehr der Jedi-Ritter hat er, war er nicht der Regisseur bei den Filmen und das sind unglaublich gute Filme. Und vielleicht, ich will es jetzt nicht Ridley Scott unterstellen, weil ich habe keinen Plan davon, aber vielleicht hat ja genau sowas, weil er einfach nicht mit seinem guten Team von früher zusammenarbeiten kann, vielleicht schlägt sich das sehr stark in seinen Filmen aktuell aus. Kann sicherlich Einfluss drauf haben. Und ich denke mal, noch ein weiterer Faktor ist, also wenn man das bei so vielen halt sieht, ne, wie du schon sagst, George Lucas, Ridley Scott und noch andere, dass so die neueren Filme irgendwie verloren haben. Also an Logik, an guter Dramaturgie, an Biss, an Schauspielerführung, dass da auch noch andere Faktoren mit dabei sind. Na. Also was ich immer so, also auch nur, was man so hört oder was ich so gelesen habe, dass wahnsinnig viel mehr Leute Einfluss nehmen auf den Film, wo es gar nicht darum geht, ist die Story jetzt wirklich in sich schlüssig und toll, sondern okay, wie viele Effekte müssen wir da reinpacken, damit es ankommt, was können wir machen, damit wir noch mehr Merchandising machen können, dann reden da irgendwelche Investoren mit und das Studio und die Produktion und immer mehr Leute wollen irgendwas da reinpacken, was dem Film irgendwie nicht unbedingt gut tut. Mhm. Das war für mich halt immer so ein Indiz für, na, das könnte halt auch so ein Grund sein. Ja. Und wenn man jetzt sagt, Prometheus nochmal als Beispiel, da war ja mein persönlicher Lieblingsfreund J.J. Abrams mit dem Boot. Also, Caro lacht schon, weil sie weiß, dass ich hier gleich wieder rot anlaufe. Wusste ich, ja, der ist ja so wahnsinnig toll und der kann das ja alles und der hat nochmal das Drehbuch umgestrickt und dann hat das gemacht und ja, es war Grütze. Ja? Hm. Also da sind Leute wie Ridley Scott und J.J. Abrams und was kommt dabei raus? Ein Film, wo man irgendwie kopfschüttelnd halt da sitzt. Ja. Und ich meine, ich habe sogar im Vorfeld noch gesagt, eigentlich wollte ich Alien Covenant auch nicht gucken. Ich habe genau wie sie, ich habe nichts gespoilertes gesehen oder so. Ich habe mir nur den Trailer angeguckt und habe mir dann so gedacht, oh je, ob das gut geht. Und hätte ich mir eigentlich eher so irgendwann mal auf DVD oder weiß ich wo angeguckt. Und dann kam Caro halt an mit den, ja, ich habe da was ausgemacht für die Premiere, willst du mitkommen? für die Vorpremiere. Vorpremiere, einen Tag früher sogar. Und da konnte ich halt nicht Nein sagen. Ja. Ich meine, erstens hat Caro gefragt, zweitens waren wir mit einer Gruppe von Nerds quasi unterwegs, die sich das halt zusammen angeguckt haben. Und dann ist das halt nochmal ein anderes Erlebnis. Ja. Dann sagt man halt nicht Nein. Und es war ja auch lustig. Ja, genau, das ist doch der Vorteil, wenn man mit Freunden und vor allen Dingen Nerds in so einen, gerade auch, ich will nicht sagen schlechten Film, ich fand ihn nicht komplett ein Fail, wie ihr vielleicht, aber dass selbst so ein Film zu einem spaßigeren Erlebnis wird. Ja. Nee, als kompletten Fail würde ich ihn auch nicht betiteln, also das kann man jetzt nicht sagen. Also gerade visuell macht er vieles richtig, sieht unglaublich toll aus, viele schöne Sachen sind dabei, aber ich glaube, das, was sich uns am meisten gestört hat, sind wirklich so
Plot, Story und Charakterzeichnung, was dabei so auf der Strecke geblieben ist. Und ja, wie gesagt, wenn man mit einer Gruppe von Freunden, Nerds unterwegs ist und sich das anguckt und dann auch ein bisschen drüber lachen kann, dann ist es auf jeden Fall unterhaltsam. Aber es hat keiner bei euch im Kino irgendwie schsch oder leise gesagt. Nein, nein, soweit nicht. Und normalerweise machen wir das auch nicht. Also so laut, ja. Ich meine, okay. So laut waren wir. Oder war es eher wie Mystery Science Theater, dass sich alle über euch amüsiert haben? Nicht ganz, so laut waren wir nicht. Ich hoffe es. Aber vielleicht sollen wir es beim nächsten Mal machen. Ja, also ich meine, ich muss ja sagen, ich kann einem Film viel verzeihen, wenn er Spaß macht oder wenn er eben andere erlösende Qualitäten hat. Aber ich muss sagen, ich saß, wenn wir uns nicht mal gerade über irgendwas lustig gemacht hatten, saß ich eigentlich echt sehr unglücklich im Kino. Das, ich würde auch wirklich glatt sagen, dass das Alien Covenant sehe ich als den schlechtesten aller Filme, sogar als schlechter als Alien vs. Predator. Aber zählt man Alien vs. Predator in das Universum mit rein? Die sind doch nicht offiziell in dem Shared Universe drin, oder? Das würde ich eigentlich noch nicht mal machen, aber ich ziehe den Vergleich so weit. Echt? Schade. Ja. Den ersten AVP? Ja. War das mit dieser Pyramide am Ende? Ich bin mir nicht mehr sicher. Der erste war ja irgendwie in der Arktis und das war ja, glaube ich, auch in so einem alten Gebäude, genau. Und der zweite, der spielt dann in so einer Kleinstadt. Also ich glaube, der erste war dann. Ich glaube, den zweiten habe ich gar nicht mehr gesehen. Aber das für was? Aber für mich zählt das mehr in die ins Predator-Universum. Also die Aliens sind da ja nur so Kanonenfutter. Das ist auch eher so ein Spaß, irgendwie so ein Was-wäre-wenn-Ding für mich. Also, okay, aber wenn wir einfach mal zum Film zurückkommen, an der Stelle, wo wir jetzt ungefähr sind, dass die auf diesem Planeten sind und natürlich auf irgendwelche Sporen treten. Das sind die gleichen Sporen wie in Prometheus, ne? Die dann dieses Virus, es wird später als Virus erklärt, auslösen. Ja, das ist ja irgendwie so eine mutierte, organische Version und die Leute, die treten ja auf irgendwelche Blumen oder was weiß ich drauf und dann formen sich diese Sporen genau zu so kleinen, spiralförmigen, schwebenden Lebewesen. Und da habe ich auch schon so, als sie, die fliegen dann den Leuten in die Ohren rein. Die Nase. Oder sonst wo rein und genau. Es wirkte so ein bisschen wie so ein Nanobots, ne? Die hatten so eine gewisse Intelligenz oder wie, die haben sich zusammengeformt. Ja, genau. Und die neue Black Goo-Regel lautet anscheinend, wenn du sowas irgendwie einatmest, dann große Neuerung, platzt dir kein Alien aus dem Brustkorb, sondern was könnte man. Warte, beim ersten Mal. Ja, aus dem Rücken, genau. Vorne hatten wir schon, jetzt mal nach hinten raus. Ja, irgendwie muss doch eine Entwicklung stattfinden. Genau. Das Alien, was da jetzt rausbricht, das hat halt noch den schwereren Weg durch das Rückenmark genommen. Das nächste ist schon viel intelligenter und geht durch den Brustkorb. Genau. Revolutionär. Und es ist auch irgendwie. Es ist auch weißer. Genau. Ja. Und weicher. Weil ich meine, das muss weiß sein, weil schwarz viel cooler ist und deshalb auch eine Entwicklung ist. Ja, und in diesen frühen Stadien gibt es auch noch eben diese Verhaltensweise. Also diese Aliens, die möchten ja echt nur sich auf alles stürzen und es auffressen. Und diese ganze Hive-Mind, dieser ganze Bienenstock, dieses Verhalten, das gibt's da ja irgendwie noch gar nicht, oder? Also in den, zumindest in den ersten beiden Teilen war es ja immer so, dass das Alien nicht zwangsläufig die Leute getötet hat, sondern es hat sie einfach zur Königin geschleppt. Kampfunfähig gemacht und hat sie halt, genau. Oder zum Beispiel im ersten Teil, ich glaube, das ist sogar eine geschnittene Szene, das ist im normalen Film gar nicht dabei gewesen. Mindestens zwei Crewmitglieder, die werden vom Alien überhaupt nicht getötet oder gefressen oder sonst irgendwas, sondern die werden in einen Raum geschleppt auf der Nostromo und in halt so einen Schleim eingepuppt, weil das vermutlich dann der Instinkt des Aliens ist, ne, die einfach so als Futterding oder so. Das ist doch auch eben für die Facehugger. Das ist auch in Aliens drin, wo die dann später noch versuchen, die ganzen Leute da zu retten.
Genau. Ja, genau. Das gehört ja auch mit dazu. Und im ersten, es war, glaube ich, im Director's Cut drin, genau. Da hat man die Szene, wo man da nochmal Crewmitglieder findet in dem Raum. Und das macht ja auch Sinn. Also die Aliens, also das Ganze war ja aufgebaut wie ein Bienenstock oder wie ein Ameisenstaat, wo es eine Königin gibt, die Eier legt, und die Aliens sind die Arbeiter, die Drohnen quasi, und sorgen halt dafür, dass das ganze System funktioniert. Das heißt, die schleppen die Leute halt ran, spinnen die halt ein, da sitzen dann irgendwo die Eier mit den Facehuggern. Und dann so fängt der Zyklus halt an, ne? Und dann kommen wieder neue Aliens. Was ja wirklich super interessant ist, ne? So als der Instinkt, den wir angehören, aber offenbar hat das alles ja einfach nichts miteinander zu tun. Also die Dinger platzen vorne oder hinten raus, oder hinten im Fall von Covenant, und dann wachsen die innerhalb von, ich weiß nicht, von 2 Minuten auf echt, ne? Wie auch immer das. Aber das Wachsen kann man ja noch nachvollziehen, weil die wachsen ja auch so schnell im Körper. Eigentlich wachsen die im Körper noch viel schneller. Ja, aber auch da wachsen jetzt in Covenant auch viel schneller heran. Ja, als also extrem schnell. Das haben sie wirklich nochmal irgendwie schneller gemacht als in den anderen. Das stimmt. Aber man muss der Fairness halber noch sagen, wenn man jetzt irgendwie von Logik spricht, dass das Alien, was zum Schluss da ist, das Schwarze, das ist ja dann erst das perfekte Alien, was wir dann auch kennen. Also was wir aus Teil 1, Teil 2 und Teil 3 kennen, was dann auch wirklich diesen Start mit der Königin und dem, was wir jetzt gerade halt erklärt haben, an den Start bringt. Und diese ganzen davor, das sind ja so Vorstufen. Das sind irgendwelche Experimente Natur, kann man jetzt eigentlich nicht sagen. Und das führt uns direkt nochmal weiter im Film, weil als nächstes, nachdem die ersten zwei, das waren zwei Aliens, die ausgebrochen sind, das erste Alien ausgebrochen ist, das zweite weiße Alien, das Proto-Alien, sagen wir jetzt einfach mal, ausgebrochen ist, dann stoßen die ja, dann treffen die ja auf David. Und da war ich noch überraschter, weil ich habe mir in den Vorberichterstattungen und zu den ganzen Spekulationen zu den Filmen, ich lese ja gerne Spoiler, solange ich mich nicht komplett der Handlung spoilern lasse, war ich davon ausgegangen, dass die auf David treffen, dass der nur wirklich auf den Kopf von David treffen und nicht auf einen voll funktionsfähigen Komplettkörper David. Und der hat sich lange Haare wachsen lassen, wie auch immer das an Androiden funktioniert. Ja, ich glaube, das war auch einer der großen Ach-du-Scheiße-Momente. Also nachdem wir am Anfang warum teilt sich die Gruppe auf Moment hatten, kam dann der, verdammt, warum hat der Android lange Haare und warum sieht er aus wie ein Elf aus Herr der Ringe? Ja. Mit seiner Kapuze und seinem grauen Mäntelchen. Ich dachte echt in dem Moment, das kann nicht wahr sein. Was machen die da? Ja, also ich meine, klar, die ganze Kultur von den, wie heißt es auf Deutsch? Ich weiß, Englisch ist ja Engineers, ne? Diese urtümliche große Rasse. Ja. Da sehen wir ja auch nachher, was Caro schon gesagt hat, diesen Tempel, wo die halt gewohnt haben. Wir sehen in kleineren Rückblenden ein bisschen was, wie das damals ausgesehen hat, dass da Tausende von denen waren. Und dass die zwei irgendwie Hochtechnologie hatten, aber rumgelaufen sind wie im Mittelalter. Ja? Alles war irgendwie aus schwarzen Steinen und man hatte irgendwie sehr mittelalterliche Brunnenwasserquellen, keine Ahnung. Und alle liefen rum mit diesen Mäntelchen im, genau, und es muss ja gerade irgendein großes Fest stattgefunden haben, weil ansonsten versammeln die sich sowieso immer in großen Engineer-Mengen da zusammen. Genau, und winken den ankommenden Raumschiffen. Der große Eroberer kommt zurück anscheinend. Ja. Also so habe ich das aufgefasst, die Szene. Genau. Und dann stand da... Ja, das könnte ja das ist sagen. Dann die Stelle auch, wo man erst richtig mitbekommt, dass es ein wirklich ernst gemeintes Sequel zu Prometheus ist. Ja. Weil ab da gibt's fast nur noch Exposition und man erfährt alles, was man gar nicht erfahren muss, was nach Prometheus passiert ist. Also, und es war irgendwie merkwürdig, also wir sehen dann ja auch eine Version von David, wie auch immer, in diesem Raumschiff von dem Engineer. Ja. Der aber auch irgendwie anders aussieht, ne? Der hatte wieder so ganz hellblond gefärbte Haare und sah irgendwie ziemlich mitgenommen aus. Nee, aber der war ja hellblond im ersten Teil. Ja, aber er sah irgendwie noch kaputter aus, ne? Na gut, vielleicht ist das die reparierte Version aus dem Genau, da muss Teil es ja quasi, schon, ja. Da muss er ja schon repariert worden sein von Shaw. Die war das eine Mechanikerin?
Die war doch eigentlich so eine, weiß mal, also ihr Mann war ja Biologe und war sie nicht irgendwie, weiß nicht, also die haben ja den Film begonnen quasi mit so einer Archäologie, aber ich wüsste jetzt auch nicht mehr, was genau jetzt ihre Profession war. Stimmt, die müsste eigentlich nur Archäologin oder sowas gewesen sein, die hat eigentlich gar nicht die gut, Astronauten müssen viele Skills haben, um auf so eine Mission zu kommen, wahrscheinlich können die dann auch so einen Androiden von null auf wieder aufbauen, ohne irgendwelches Material. Bestimmt. Warum nicht? Genau. Da gab es bestimmt irgendwo ein Handbuch. Ja. Aber was... genau. Also wenn sie so weit, gegangen sind, hätte ich mich noch dafür interessiert. Also man hat am Anfang im ersten Teil so viel von den Engineers angedeutet bekommen, aber man hat jetzt letztendlich nie wirklich groß was über die erfahren. Und das fand ich in diesem Fall schade. Weil ja. Shaw ist ja extra in dieses Schiff gestiegen, um mehr, auch dann wirklich mehr zu erfahren und was die überhaupt machen. Und das wird alles von David im Prinzip unterwandert, der selber den Auftrag hatte, zu erfahren, wo er herkommt. Aber am Ende ihm das scheißegal war. Vielleicht hat er durch einen Schiffcomputer das schon alles erfahren und hat den Rest einfach mal ausgerottet. Vielleicht stand es auch auf Wikipedia und er konnte es nachlesen. Ja. Genau. Aber, was mich ja schon sehr stutzig gemacht hat, also die Situation kurz vorher war ja die, dass da waren diese, wie hieß das jetzt, Proto-. Ich habe Aliens, sie jetzt gerade mal so genannt. Wie soll man die nennen? Okay, dann übernehmen wir das einfach mal. Da, ja. Und ja, die hatten ja gerade die Expedition angegriffen. Es war eigentlich klar, dass sie unheimlich gefährlich sind und auch sehr schwer zu töten. Dann kommt der David an mit dieser Leuchtfeuerrakete oder was das genau war und vertreibt die erstmal. Und alle folgen ihm in diese Ruinen, die eigentlich auch nur so eine große Stadt sind mit nicht so großen Mauern eigentlich. Und er führt sie dann auch in diese offene Ruine und sagt ihnen, hey, es ist cool, hier seid ihr sicher. Und alle dann alles klar. Und ich nehme ein Bad, genau. Um sich irgendwie frisch zu machen, genau. Und so, Kinder, genau. Lernt hier eigentlich gar keiner nichts. Keiner will irgendeine Güte. Erklärung dafür haben, warum die überhaupt da sind. Warum die überhaupt mit ihm in eine Stadt gefolgt sind. Das ist denen alles scheißegal. Die haben dann ihre kleinen Techtelmechtel, weil sie sich ja erstmal ausruhen müssen. Und sie haben auch gar nicht gefragt, wer diese ganzen toten Menschen da draußen sind, oder? Gab es da irgendeine Diskussion? Sie sind halt ihm hinterher und da rein. Also sie haben zwar geguckt, da stehen überall diese verbrannten Engineers rum. Und das war's. Ja, da gab es keine Nachfrage, kein warum ist das so, wo sind wir hier, was auch immer, großartig. Vielleicht haben sie ja irgendwas gesagt von wegen, also spätestens morgen verlangen wir aber eine Erklärung für all das. Ja, was wir ja komplett vergessen haben, vielleicht waren sie auch zu sehr abgelenkt von dem Sturm, der mal wieder passend perfekt auf diesem Planeten stattgefunden hat, damit die auch ja nicht zurück können auf die Covenant. Und die Covenant auch ja nicht runter kann. Bis auf 80 Kilometer, genau. Bis auf 80 Kilometer. Ja. Und dann gibt es eigentlich eine der seltsamsten Szenen im ganzen Film, die auch so kurios gedreht worden ist. Meinst du die Flötenszene? Die Flötenspielszene, die war ja, keine Ahnung, was da denen im Kopf, den Machern rumgegangen ist, ob die vorher einen geraucht haben oder so. Ja, okay. Das war ja so kurios. Das ist, was will man dazu sagen? Was passiert ist, dass David und Walter alleine sind, David irgendeinen Schwachsinn schwafelt, ihm eine Blockflöte in die Hand drückt und ihm auf sehr homoerotische Art beibringt, die Flöte zu spielen. Was ja auch mehrdeutig sein kann. Also spätestens da hatte ich den Gedanken, dass der ganze Film eigentlich eine Art Prometheus Fanfiction ist. Also mit Michael Fassbender x Michael Fassbender. Du hast es im ersten, beim ersten Mal hast du einen Michael Fassbender Fanfiction-Movie genannt. Ich fand das eigentlich sehr treffend. Ja. Also das war wirklich eine der Szenen, wo man wirklich nur noch so im Kinosessel weiter runtergerutscht ist und sich so gedacht hat, so, what the fuck, was geht jetzt und warum? Das war wirklich definitiv. Oder? Also, für mich. Die ganze Szene war auch so gedreht, als ob die stolz auf sich wären, die Macher, dass die diese Szene mit reingebracht haben. Ja, ich, also,
wenn ich es jetzt deuten müsste, würde ich sagen, es ging halt um diesen schöpferischen Akt. Also das ganze Thema, was dem Ganzen zugrunde lag, war ja Schöpfung. Ne? Also kann ich Schöpfer sein? Kann ich ja so einen Gott-Modus quasi gehen? Und jetzt haben wir diese Szene, wo wir zwei Androiden haben, die unterschiedlich sind, aber gleich aussehen. Also David, der als Erster erschaffen wurde und der sämtliche Freiheiten hat. Also quasi der erste Mensch in Anführungsstrichen seiner Generation. Und dann hat man festgestellt, so, das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, wenn wir den Androiden Gefühle geben und alles, was wir Menschen haben, die können dann auch mal schnell am Rad drehen. Und dann haben sie die nächste Generation, aus der Walter ja auch stammt, geschaffen, die da etwas eingeschränkter ist, ne? Die selbst nicht mehr kreativ tätig werden können. Und dann haben wir eben diese Szene mit der Flöte, wo David Walter beibringen möchte, was Musik ist und wie man selber Musik kreiert. Und haben dann festgestellt, okay, der eine kann es, der andere kann es eben nicht. Der kann nur nachmachen. Der kann das technisch lernen, aber er kann selber kein Musikstück anscheinend kreieren. Und dafür war diese Szene da, um das Ganze nochmal zu erläutern, okay, ja, der eine kann das, der andere nicht und es geht um Schöpfung. Aber man hat es halt leicht übertrieben und wollte da unbedingt diesen künstlerischen Anspruch haben und es muss irgendwie besonders tiefgründig und fein und toll sein, um dem Film noch eine tiefgreifende Note zu geben, aber es war wirklich einfach nur, ich würde sagen, weird, awkward. So. Was ja genau das gleiche Problem von Prometheus ist, dass Prometheus so sehr vorheucheln wollte, dass er ein, wie du gerade schon gesagt hast, tiefgründiger Film ist, was im Prinzip da komplett nach hinten losgegangen ist. Und das ist so eine Szene, die parallel zu dem spielt, was man die Fans eigentlich schon von Prometheus nicht mochten. Ja, halt nochmal weiter aufgedreht, genau. Noch so ein Seitenplot, in den ich ja große Hoffnungen gelegt habe, dass das vielleicht noch irgendwie was Interessantes wird, war ja eigentlich auch den ganzen Film über die Frage, ist Walter auch böse? Also beziehungsweise hat er auch diese typischen einprogrammierten Direktiven von Weyland Yutani, dass er zum Beispiel, ne, also dass er zum Beispiel, wenn er einen Alien sieht, ob der dann irgendwas blind macht und dass er irgendwie versucht, so eins lebendig nochmal aufs Raumschiff zu schmuggeln. All das war ja eigentlich in den vergangenen Filmen und auch Spielen immer ein Thema. Das hat mich noch immer so ansatzweise interessiert. Immer zwischendurch, auch schon am Anfang, noch auf der Covenant, da bleibt ja immer mal die Kamera irgendwie auf seinem Gesicht liegen, wenn er sich mit Daniels unterhält in so einem Frachtraum. Und ich habe mir halt immer diese Frage gestellt, ne, ist das auch so ein verborgener Psycho? Und dann war es ja eigentlich war es ganz interessant, da mal deren Zusammenspiel zu sehen, aber da kam ja auch nichts raus. Ne? Also Es ist auf so ein Klischee hinausgelaufen. Ne? Die beiden haben quasi einen Endkampf zusammen. Man weiß im ersten Moment nicht, wer von beiden überlebt. Das ist halt auch sehr klischeehaft. Ne? Aber genau das, was du meinst. Das war ja so vorhersehbar, als die am Ende die Szene nicht gezeigt haben. Also, was? Also Michael, ich habe wirklich gedacht so, ein Glück, der gute Android hat den bösen Android offscreen getötet. Ja, natürlich. Was sollten wir denn sonst denken? Eine Sorge weniger für uns. Aber wäre es nicht ein super Trick? Also, ich meine, das Klischee ist ja so alt wie Filme selber, einfach nichts zu zeigen und dann wissen die meisten sowieso schon, dass es nicht so läuft, wie es gelaufen wäre, wenn man es gezeigt hätte. Aber wäre es nicht ein viel besserer Trick, wenn sie eine Szene gezeigt hätten, wie vielleicht David draufgegangen wäre und am Ende war es dann doch David? Also wenn man es gezeigt hätte, das wäre doch eine viel größere Überraschung gewesen. Das, vielleicht. Aber dann hätte man wahrscheinlich erwartet, weil das kennt man ja auch schon, ach, der hat trotzdem überlebt, der kommt gleich auch nochmal um die Ecke. Ja. Okay, also der ganze Plot, der da hinten sich abgespielt hat, der war einfach sehr vorhersehbar. Ja, es war vieles sehr, sehr vorhersehbar und vieles extrem klischeehaft. Ja. Also man hat versucht, Sachen zu wiederholen. Also ich meine, gut, das muss man auch sagen, wenn man halt eine große Fanbase hat, dann möchte man das ja auch, Sachen sich anzulehnen, was in den alten Filmen passiert ist und Sachen so ein bisschen zu wiederholen, damit man sich zu Hause fühlt. Aber es sind auch so viele Klischees reingebracht. Also ich sag nur die Duschszene, ja. Also diese Softporn-Musikvideo-Duschszene, ja, wo dann das Alien hinter der Duschwand steht. Ich bin noch tiefer im Kinosessel gerutscht. Ja. Ich lag am Ende des Films, lag ich irgendwo auf dem Boden und Caro musste mich wieder aufsammeln. Wir werden fast auf dich getreten. Ja, aber da wir doch
gerade da wäre doch die Chance gewesen, so die letzten 20 Minuten fand ich wie ein Zusammenschnitt von einem Alien-Film, wie er hätte sein können. Alles vorher war wirklich Prometheus-Sequel und ab dem Moment, wo die dann später wieder auf dem Schiff waren, war eigentlich ein Alien-Film, wie ein Alien-Film sein sollte, nur in schlecht und zusammengeschnitten. Ja. Ja, genau, also in schlecht und auch alles sehr hastig. Und ich habe wirklich gedacht, es endet ja quasi damit, dass sie nochmal in so einem Frachtraum sind mit irgendwelchen Maschinen. Ein Teil von mir hätte gedacht so, oh mein Gott, gleich öffnen die Frachtlupe, Luke, und das Alien wird sich an irgendeine Hütte hängen. Die halt am See. Das stehen. Alien landet in der Holzhütte am See und wir haben ein Happy End für das Alien. Also das wäre zumindest noch ein lustiger Twist gewesen, ja. Das wäre so lustig gewesen, aber dann war es am Ende nur so ein generisches, dieses Ende wäre auch schrecklich und unglaublich. Aber der Teil in dem Frachtraum hat vom allen noch am meisten Spaß gemacht. Weil er wenigstens ein wenig, klar, man wusste ganz klar, was am Ende passiert, weil diese Szene gab es in 1000 anderen Filmen, nicht zuletzt in der Alien-Reihe schon öfters. Aber wenigstens kam da noch wieder etwas Bewegung und Spannung in den Film rein. Das stimmt. Ja, ein bisschen, aber es war aber auch sehr unübersichtlich. Also dieser ganze Frachtraum war einfach so vollgestopft und die haben das einfach so schnell alles abgezogen. Ich meine, sie klettert ja, oder weiß nicht, ob sie in einem von diesen Fahrzeugen drin war. Jedenfalls lockt sie ja irgendwie das Alien da durch und das ist dann, glaube ich, eingesperrt, glaube ich, in so einem Wagen und bricht dann ja auch fast mit dem Kopf schon wieder durch die Scheibe durch und dann irgendwie rennt sie noch zur Frachtluke, die wird dann geöffnet und dann fällt sie irgendwie einfach raus, ne? Ja, das und das war's. Das wird ja aufgespießt. Ich hab schon wirklich deutlich mehr genau. Ich hab schon wirklich mehr erwartet von so einem Showdown, ne? Aber lass uns doch dann vorher noch mal ganz kurz zum Alien selber gehen. Und zwar also letztendlich erfahren wir in diesem Film ja, wo das Alien herkommt. Was wir nie hätten erfahren müssen. Ich meine, hätte doch völlig funktioniert, wenn es eine fremde Spezies gewesen wäre, die sich auf irgendeinem Planeten als Herrscher entwickelt hat oder vielleicht meinetwegen auch ein schiefgegangenes Experiment von einer Alienrasse, die wir nicht kennen. Jedenfalls irgendeinen mysteriöse Herkunft. Aber was ist jetzt? Was passiert hier? Oh mein Gott, die Menschen sind für die Aliens verantwortlich, weil die den Androiden gebaut haben, der für die Aliens verantwortlich ist. Bom, 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 ist bom, aber bom. Auch ein schöner Twist, oder? Also, nee, ich muss ehrlich sagen, ich finde eigentlich die Geschichte dahinter eigentlich ganz nett. Also, dass man sagt, es gibt dieses Pathogen, was halt diese beschleunigte Evolution auslöst. Und dann gibt es einen quasi in Anführungsstrichen perfekten Menschen, also von Menschen erschaffenen Androiden, der halt super schlau ist, der halt irgendwelche genetischen Experimente macht, um daraus einen perfekten Organismus zu schaffen. Also, finde ich gar nicht so schlecht eigentlich, die Idee. Die Idee dahinter finde ich nicht schlecht, aber ich finde sie unpassend für Alien, weil Alien hat davon gelebt, in den ersten Filmen ging es erstens um die Charaktere und der Gegner war dann das Alien, das unglaublich furchteinflößend war, was unglaublich mächtig war und wo man nicht sagen konnte, wo kommt es her, was will es außer zu töten und was können wir dagegen machen. Und jetzt wird einfach mal erklärt, wir sind selber dafür verantwortlich. Ich meine, das Alien war mysteriös und furchteinflößend, gerade dadurch, dass es so mysteriös war und dass man es nicht einordnen kann. Und jetzt erklärt man das ganze Alien. Und der ganze Schein, das ganze Mysterium ist einfach weg. Es ist einfach alles erklärt und deshalb ist das Alien, in diesem Film fand ich das Alien auch nicht gruselig. Erstmal, weil es komplett CGI war und es überhaupt nicht gut rüberkam, weil es sich wie ein springender Yoda in Episode 2 verhalten hat. Weil es einfach auch nicht gruselig war. Das stimmt. Also apropos Gruseln, das war auch so ein Faktor, der komplett gefehlt hat. Ich habe mich in keinster Weise irgendwo gegruselt, geschockt, irgendwas, gar nichts. Also als ich heute Morgen das Fusselsieb von meiner Waschmaschine geleert habe, da habe ich mich mehr gegruselt, muss ich sagen. Da kam so schwarzer Schleim raus. Ja, okay, das war eklig, aber in dem Film, nee. Oh mein Gott, nicht anfassen. Vielleicht war auch ein Alien in der Waschmaschine und ich habe es jetzt einfach kleingeschreddert, mag auch sein. Das braucht aber ein paar Tage, um sich zu entwickeln.
Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall, nee, also ja. Gruselfaktor so gar nicht eigentlich. Also ich hab ein paar Mal nicht hingesehen, aber ich bin auch sehr schreckhaft und nicht so wie Chris. Und ja. Ich halte nichts aus. Ich habe, glaube ich, einmal gemacht. Und trotzdem siehst du die Horrorfilme an. Ja, Caro ist halt Mann, Tapfer. Mann. Oh ja, übrigens, bevor ich es vergesse, Caro, das erstmal so auf kleiner privater Ebene noch. Wir haben letztens It Follows gesehen. Wir haben den noch nicht gesehen. Wir haben ihn endlich mal gesehen und ich fand ihn echt gut. Ich fand ihn nicht ganz so gruselig. Ich hätte ihn mir gruseliger vorgestellt. Aber ich fand es eine schöne Idee und leider muss ich da Tarantino zustimmen, von dem ich ein Interview später noch gelesen habe, dass er sich gewünscht, dass er das Konzept auch geil fand, aber gewünscht hätte, dass die Ausführung in dem Film noch ein bisschen besser gewesen wäre. Da stimme ich ihm auch zu. Die haben sich selber nicht so ganz an die Regeln gehalten. Aber ich fand den trotzdem. Aber im Gegensatz zu die Alien Covenant war der wenigstens gruselig. Auf jeden Fall, ja. Ich habe den größten Teil des Films nur meine Hand gesehen, nicht vor mein Gesicht gehalten habe. Ich bin mir trotzdem relativ sicher, dass der Film gut war. Okay, aber nochmal zu Alien Covenant und 1. Also wenn ich den allerersten Alien-Film nochmal sehe, was wahrscheinlich über kurz oder lang auch passieren wird, dann... Wenn es zu der Szene kommt, in der halt die Kuh in das Raumschiff steigt und dann wenn die Eier sehen und der Facehugger, ich werde all das ignorieren, was ich jetzt in Alien Covenant gesehen habe. Ich werde versuchen, das aus meinem Gedächtnis zu verbannen, weil ich da zustimme. Ich meine, an sich ist der Gedanke ist interessant, dass Menschen dafür verantwortlich sind, aber ich hätte mir da auch gewünscht, dass das als Mysterium gelassen wird, weil es hat auch wirklich gut geklappt. Ja. Also ist das mit allen Mysterien, ne? Wenn sie irgendwann entschlüsselt und erklärt werden, sind sie halt einfach nicht mehr magisch. Also egal, was sie jetzt erklärt hätten. Und, aber manchmal ist es gut. Ich bin ja immer noch ein Fan von Lost und ich finde auch immer noch die Erklärung von Lost, die am Ende geliefert haben, hat das Ganze nicht geschmälert, was für ein Mysterium die da aufgebaut haben. Aber hier hat es nicht funktioniert für mich. Auch die Frage, wie hat David diese ganzen Kreuzungen und also diese Experimente mit dem ganzen Kram angestellt? Man hatte eigentlich nur Skizzenblätter da rumhängen. Aber das wurde ja mehr oder weniger dadurch erklärt. Aber, ich meine, diese ganze Stadt war ja eine Steinstadt und wir haben keine Art von Technologie gesehen. Mhm. Und in einem Raumschiff haben wir ja auch kaum Technologie gesehen. Also die müssen ja schon so gut verborgen haben, dass er erstens Shaw ihn wieder im Raumschiff zusammenbauen konnte und zweitens, die haben ja, ich meine, wenn die sich schon Engineers nennen oder genannt werden, dann müssen die ja genug Technik im Prinzip da haben, auch wenn man sie nicht sieht. Ja, das ist ein Punkt. Das akzeptiere ich. Das ist in Stargate wunderbar, vor allen Dingen in der ersten Staffel gesagt worden, wo die auf eine sehr primitiv wirkende Spezies treffen, die dann am Ende aber 10.000 Mal weiterentwickelt technologisch ist als die selber. Ich meine, es gibt in vielen anderen Sci-Fi-Serien und Franchises die gleichen Beispiele, aber wie wir immer wieder hören, es kann hohe Technologie kann für uns wie Magie wirken. Ich weiß. Das wäre ein iPhone für die Leute im Mittelalter wahrscheinlich auch gewesen. Ja. Magie. Ist es heute auch noch, oder? Magic. Ich meine, wir können mittlerweile kein Auto oder irgendwas mehr selber reparieren, was wir vielleicht mit einem Kassettenrekorder vor 20 Jahren noch hätten machen können. Oh ja, schön mit dem Bleistift in die Kassette rein und das Band zurückdrehen. Ne? Genau. Und wir sind ja mittlerweile so weit, dass Google beispielsweise, ich glaube, für die Entwicklung von KI-Algorithmen nutzen die mittlerweile auch KIs, die selber bauen und wissen auch bei vielen Sachen gar nicht mehr, wie menschlich denkende Computer oder nach diesem Algorithmen gefertigte Computer das überhaupt schaffen, was sie machen. Also letztendlich, wir wissen ja eh nicht mehr, wie irgendwas bei uns funktioniert. Da kommt Elektrizität rein. Kann irgendwer mir erklären, wie Elektrizität funktioniert? Ich weiß es nicht. Magie. Ja, ich habe keine bessere Erklärung als Magie, deswegen schließe ich mich mal einfach an. Ja, kommen wir zum Abschluss des Films.
den ich meine, das war die Konsequenz davon. Alle gehen in die Tiefkühlkammer, das Alien ist besiegt. Ach, ja. Alle sind mehr oder weniger glücklich. Aber natürlich kommt raus, im letzten Moment, eigentlich hätte sie eher drauf kommen müssen, aber im letzten Moment kommt raus, dass Walter nicht David eigentlich, ist. Eigentlich, ja. Dass David nicht Walter nicht Walter ist. Ja, also man hätte zumindest mal drüber nachdenken können. Nach dem, was alles da passiert ist, definitiv. Also ich meine, ja. Es war ja auch nicht nur sie, sondern Tennessee war ja auch noch da. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen gewundert, dass sie beide einfach, oh ja, okay. Einfach wirklich. Die simple Täuschung. Ohne irgendwas in Frage. Die simple Täuschung hat gereicht. Haare abschneiden, Mäntelchen überwerfen, Arm abschneiden und schwuppdiwupp, alles ist gut. Genau. Die Menschen sind ja auch dumm. Wobei man sagen muss, in so einer Situation, wo alle unter Stress stehen, vielleicht wäre es uns genauso gegangen. Ja. Sowas ist ja noch okay, ja. Das kann man ja noch verschmerzen. Ja. Und? Ja, ich meine, nach einem stressigen Abend möchte ich auch echt nur noch in meine Kältekapsel und da ist mir auch alles egal. Ja, und letztendlich soll es ja noch wenigstens einen dritten Teil in dieser Trilogie geben. Und da habe ich keinen Plan, wie jetzt dieser dritte Teil aussehen soll, außer dass wir dazu überleiten, wie dieses große Raumschiff am Anfang von Alien 1 dahin kommt, wo es ist. Ja, wir müssen jetzt noch wahrscheinlich die Story mit den Siedlern sehen. Ne? Unsere 2000 Kolonisten mit David an Bord, mit den zwei Alien-Eiern in der Schublade. Naja, er ist ja jetzt für die Population der Aliens im Universum verantwortlich. Deshalb, da wird ja nicht viel mit passieren, außer dass der die alle als Brutmaschinen benutzt. Ja, klar. Sie müssen ja irgendwo hin. Muss die einfach den Planeten da wahrscheinlich bringen, wo sie eigentlich hin wollten oder so. Ja. Genau, also es könnte ja vermutlich sein, dass sie dann jetzt quasi sich auf den Weg machen nach LV-426. Und da war ja auch halt zumindest dann zum Beispiel in Alien 1 auf dem Planeten sind ja die Eier auf einem Raumschiff. Und im zweiten Teil weiß nicht, ob das jetzt dasselbe Raumschiff war. Jedenfalls ist dann ja da auch bereits die Alien-Königin ansässig. So, deswegen könnte er ja all das bis dahin wahrscheinlich kriegen. Aber wollen wir das noch sehen in einem Film? Nee. Ich habe schon viel zu viel gesehen. Warum auch? Ich meine, wir wissen, wie es ausgeht. Wir wissen, was passiert ist. Die Geschichte kennen wir schon. Also warum müsste man die nochmal in einem großen Film erzählen? Ja. Das hat nichts Spannendes mehr. Ja, aber es ist genauso wie bei diesem Film. Die Hälfte des Films kennt man, weil man sie, erstens, es ist in Prometheus schon gewesen, zweitens, es ist in den anderen Alien-Filmen gewesen. Und nur für die Erklärung, wo jetzt, dass wir das Alien selber geschaffen haben, durch unsere Idiotie KIs zu entwickeln, oder zu intelligente KIs zu entwickeln, das hätte ich jetzt alles nicht unbedingt sehen müssen. Da hätte ich viel lieber ein Mysterium gesehen, wie die, keine Ahnung, was nach Alien 3 wirklich, oder nach Alien 4 wirklich passiert ist. Ja, das war doch auch damals irgendwie die Idee, ne? Dass nach Alien 4 noch einer kommen sollte, der auf der Erde spielt, wo die Aliens auf der Erde gelandet sind. Der ist ja nicht gemacht worden, wenn ich mich da richtig erinnere. Also ich habe da mal was gelesen, dass da sowas irgendwie angedacht war. Caro? Aber Weiß ich gar nichts von. Ja. Ich meine, wann kam Alien 4 raus? Ich glaube 97. Das ist ja auch schon eine Weile her, ne? Ja, ja. Gott, ist das. Aber das Raumschiff zum. Und das ist einfach echt, ja, das ist einfach irgendwie versunken. Ja. Nee, da kam nichts mehr. Aber das Raumschiff ist ja zum Schluss zur Erde zurückgestürzt. Ja. Ja, und da war ja irgendwie Ripley ganz glücklich, genau. Also die Ripley zumindest, die Erde irgendwie wieder sehen zu können. Ja. Und damit war es ja dann zu Ende und dann, wie gesagt, kam irgendwann mal. Oder habe ich mal irgendwo gelesen, dass es hieß, naja, das fünfte Teil könnte dann auf der Erde spielen und die Aliens sind gelandet. Gut Deutsch. Ich muss Alien 4 mittlerweile wirklich nochmal sehen, weil Alien 1 bis 3 habe ich schon nachdem in den letzten 20 Jahren bestimmt 30 Mal gesehen. Aber Alien 4, obwohl ich ihn damals mir sogar auf Video, auf VHS aufgenommen habe, habe ich schon bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Ist ja auch der schwächste Teil aus der Reihe. Ich weiß, dass ich ihn als Teenager ganz gut fand, aber auch nur, weil da viel Action drin war. Er hat ein paar denkwürdige Szenen, aber für mich war damals eben auch zu
zu poppig irgendwie. Das ist ja, weil dieser abgefahrene französische Regisseur, Jean-Pierre Jeunet, mich hat es damals ein bisschen abgeschreckt, weil es ein bisschen zu irgendwie so, ja, doch zu bunt und schrill war. In den letzten Tagen denke ich mir, es war auf jeden Fall besser als Prometheus und Covenant, das stimmt. Ja, genau. Muss man ihn mir echt lassen. Ja. Aber Alien 4 kam ja auch so zu der Zeit raus, wo es die Joel Schumacher Batman-Filme gab. Also den Batman und Robin und so, ne? Also der hat ganz gut in die Zeit gepasst. Ja, und irgendwie das fünfte Element kam doch auch irgendwie kurz davor oder danach, ne? Ja. Glaube ich, in dem Zeitraum. So dieser schräge Humor. Ach, die 90er. Ja. Damals dachte man, ach Gott, was für ein Scheiß. Aber jetzt im Nachhinein war doch vieles gar nicht so schlecht und man merkt es, doch, es geht noch schlechter. Früher war alles immer besser. Grade. Nein, das war nicht alles besser. Ich glaube, Batman und Robin hält sich schon sehr gut auf der Skala des Schreckens. Oh ja, das ist richtig. Nice to meet you. Aha, Bilder aus meinem Kopf. Ja, das sind so Filme, die muss ich auch alle nicht nochmal sehen. Das reicht einmal. Mit einem schönen Bierchen dabei. Wie so ich kann nur sagen, ich bin... Ja. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Einschätzung für Covenant. Also das ist ein Film, das reicht einmal. Ja, den kann man sich einmal angucken. Da kann man sich drüber freuen, dass Michael Fassbender ein toller Schauspieler ist. Ja, das ist ja, wissen wir ja auch alle. Ja. Aber viel mehr bleibt da auch nicht hängen. Und aber wenn er sich wenigstens wie zum Beispiel Batman und Robin selbst nicht so ernst genommen hätte, dann könnte man ihn in 20 Jahren nochmal gucken. Ah. Ja, aber das wird ja wieder nichts sein. Wobei, ich glaube, Alien 4 hat sich nicht so ernst genommen, ne? Nee. Also an einigen Stellen doch. Wirklich. Naja, also zum Abschluss. Sagt doch jeder nochmal irgendwie seine letztendliche Bewertung des Films und vielleicht ein, zwei Sätze, was er als Fazit erzählt. Vielleicht zuerst Chris. Bewertung. Also wenn wir jetzt wieder unsere Nerd-Skala von 1 bis 10 nehmen, müsste ich ihn irgendwo zwischen 3 und 4 ansiedeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, die positiven Faktoren sind für mich das Visuelle. Also das Alien ist wirklich perfekt gemacht, perfekt animiert. Also das zum Schluss das richtige Alien auf jeden Fall. Das ist wirklich toll. Der Planet ist auch sehr schick, das Raumschiff und so. Ist alles optisch sehr schön. Aber wie gesagt, also storytechnisch, charakterzeichnungstechnisch wirklich sehr, sehr schwach. Viele Sachen einfach recycelt, wiederholt. Inklusive des Unterhemds für unseren Ripley-Klon namens Daniels. Plus, ja, unsere, hatten wir vorhin schon, homoerotischen Michael Fassbender-Szenen. Von daher, viel gewollt, viel nicht gekonnt. Und deswegen, was ich vorhin meinte, einmal ansehen reicht. Mehr muss es halt auch nicht sein. Ja, also ich gebe dem Film, ich denke mal, 2 von 10 Alien-Eiern. Ich saß über weite Strecken wirklich unglücklich im Kino. So die einzigen Lichtblicke waren die Szenen, die wirklich zu absurd waren, um wahr zu sein, wo wir uns zusammen drüber amüsiert haben. Aber ich versuche den Film wirklich aus meinem Gedächtnis zu verdrängen. So im großen und im ganzen Rahmen. Na, ich habe sehr gemischte Gefühle zu dem Film, wenn ich ihn bewerten müsste. Dann würde ich ihn, glaube ich, ähnlich wie ich letztens den neuen Fluch der Karibik bewertet habe, auf knapp 6 Punkte, 5 bis 6 Punkte von 10 setzen. Er hat gute Elemente drin. Ich fand ihn auch besser. Ich glaube, im Gegensatz zu Prometheus, weil als ich den versucht habe, nochmal zu gucken, bin ich eingeschlafen, würde ich, glaube ich, bei dem nicht so sehr wieder einschlafen. Deshalb am Ende kann ich es immer nur bewerten, wenn ich den Film nochmal sehe, aber ich würde ihm so 5 oder 6 von 10 Punkten geben, weil er ist okay, man kann ihn sich im Kino anschauen, er hat ein paar schöne Schauwerte, er hat Michael Fassbender drin und deshalb ist es in Ordnung. Also du hast ihm quasi 2 extra Punkte nur wegen Michael Fassbender gegeben. Der Fassbender-Bonus. Gut aufgepasst, ja. Und deshalb bin ich geteilter Meinung. Ich würde sagen, man kann ihn sich angucken, aber man will ihn vielleicht, also je nach dem Fan-Level, den man für Alien empfindet, verdrängen oder nicht. Hm.
Also wenn man es wirklich, was wir vorhin hatten, wissen will, okay, wieso, weshalb, warum alles passiert ist und wie das mit Prometheus zusammenhängt, dann sollte man ihn sich vielleicht mal angucken, dann weiß man es und dann ist gut. Aber ansonsten, wenn man drauf hofft, dass es wirklich so, so cool und so toll ist, ne, wie die alten Alien-Filme, dann kann es auf jeden Fall nicht mithalten. Ja, wunderbar. Dann danke ich euch beiden mal, dass ihr heute Abend zu mir gestoßen seid und so gerne über diesen Film abrenten wolltet. Ja, leider, ne? Also wir hätten auch wirklich gerne irgendwie passioniert und begeistert über einen neuen Alien-Film gesprochen. Also so als großer Alien-Fan wünscht man sich das ja. Ist halt einfach sehr schade, dass es nicht irgendwie nicht klappt. Ja, genau. Ich hatte auch Daniels sehr gerne als eine meiner Heldinnen in den Helden-Olymp erhoben, aber es sollte einfach nicht sein. Vielleicht ist der dritte Teil der Trilogie ja besser. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. Wunderbar. Spoiler für den nächsten. Ja. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Fast ist es, wir hoffen, dass Daniels im dritten Teil stirbt. Oh nein. Naja. Letztendlich, wie gesagt, danke, dass ihr da seid. Beim nächsten Alien-Film habe ich euch wieder dabei, falls ihr den dann noch schauen wollt. Ansonsten an alle Zuhörer, die wir haben, ihr könnt uns wie immer abonnieren, was ich ganz am Anfang der Episode gesagt habe. Facebook, Twitter, Instagram und Co. auf unserer Webseite. Und hinterlasst doch, wir haben jetzt in jeder Episode oder nach jeder Episode haben wir in dem Artikel, den wir die gepostet haben, haben wir eine kleine Meinungsumfrage, wie ihr denn unsere Diskussion fandet, ob ihr jetzt die nie wieder hören wollt oder ob ihr die ganz toll fandet. Das ist ganz euch überlassen. Wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal, wenn wir, keine Ahnung, mit irgendwelchen Themen wieder dabei sind. Ich glaube, demnächst haben wir mal einen Special Effects Artist von Game of Thrones in unserem Podcast von Pixmondo aus Frankfurt. Da freue ich mich sehr drauf. Und ansonsten, wie immer, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und ciao. Ciao. Ciao.